So, hallihallo, liebe Leute. Heute gibt es mal wieder etwas anderes von mir. Und zwar gibt es eine Runde Medium fahren. Ich versuche mich schon eine ganze Weile am Medium fahren und ich würde sagen, in der Runde habe ich es ja relativ zufriedenstellend hinbekommen. Nicht wundern Auf über die ganzen geht's. Farben und so weiter hier. Ich habe mir mal ein paar Mods installiert, die mir hoffentlich helfen, meine Statistik ein bisschen besser zu verfolgen und auch sozusagen während eines Spiels ein bisschen mehr zu verfolgen, wie gut ich gerade bin. Ich lasse die Kamera wieder so, wie ich sie damals gespielt habe. Ich schaue mich jetzt nicht irgendwie frei um. Hab nur ein bisschen vorgespult, weil es am Anfang doch relativ langweilig ist. Ich packe mich nämlich erstmal hier hin, weil ich meinen Scherenfernrohr drauf habe und versuche da zu spotten. Der Typ 59 ist irgendwie AFK, der wird da direkt mal geflamed gleich eine Runde. Ich sag mal so, Typ 59, der am Anfang nicht losfährt, ist schon ein bisschen schade, weil das Ding ist einfach viel zu stark. Das müssten sie eigentlich rauspatchen. Problem ist, es war ein Premium-Panzer, da können sie nicht rauspatchen, weil sonst die Leute ihr Geld zurückhaben wollen. Ich würde sagen, sie sollten einfach das Gold zurückgeben, dann ist gut, aber naja. So, wie ihr seht, passiert ja nicht viel. Da kommen jetzt auf der linken Seite der erste Light und Medium. Da stehen aber Panzerjäger von uns, von daher ist das nicht so meine Baustelle. Auf der anderen Seite sind unsere Heavys in der Stadt auf die ersten Gegner gestoßen. So. Da kann ich nichts wirklich wirken, deswegen rutsche ich mal ein Stück vor und versuche den mal ein bisschen zu unterstützen. Dort habe ich nicht bemerkt, dass der T-34 neben mir offen war, blöderweise. Und versuche hier ein bisschen was zu treffen, aber ihr seht schon, dass es noch nicht so wahnsinnig gut ist. Insgesamt, wie gesagt, bin ich mit dem Match eigentlich zufrieden. Der Anfang ist nur etwas sehr langsam. Ich habe das jetzt versucht, ein bisschen. Also, ich bin in meinen letzten Mediumgefechten immer irgendwo reingefahren, wo ich nicht mehr rausgekommen bin, wo ich dann gnadenlos gestorben bin. Deswegen habe ich jetzt versucht, lieber ein bisschen vorsichtiger und zurückhaltender zu fahren. Und von da aus kann ich dort rein nicht wirken, weil ich meine Kanone nicht runterkriege. Das ist so das Problem. Das ist hier das Chinesen-Medium der Stufe 8. Und die Kanonen von denen gehen halt einfach nicht runter. So, aber da habe ich doch was Leckeres. Ein Jagdtiger, Stufe 9, schön mit der Seite zu mir. Den habe ich, glaube ich, sogar, höchstwahrscheinlich sogar ich aufgedeckt. Ich habe da noch eine ganze Zeit überlegt, wie ich jetzt schießen soll, weil ich will ihn ja eigentlich auch treffen. Und von hier aus kann ich dann auch in die Gegner reinschießen, theoretisch. Und da war ich offen. Der AC dadurch zwar auch. Aber das ist nicht so geil. 400 Schaden vom AC erstmal bekommen. Deswegen ziehe ich mich hier ein Stück zurück, weil ich habe eigentlich keine Lust, dass da die Panzerjäger jetzt alle auf mich zielen, wenn ich hier irgendwie aufgehe wieder. Deswegen pinge ich mal dort an, dass dort wahrscheinlich der AC gleich hinfahren wird. Auf F4. Und versuche da ein bisschen ja, Rückendeckung und Licht drauf zu geben. Aber halt auch einer sichereren Position aus, als ich vorher hatte. So, das ist so der ganze Sinn dahinter. Dort kommt der AC schon vor. Habe ich mir das nämlich schon gedacht. Dort habe ich einen Rheinmetall, der oben rumfährt, direkt vor mir. Ich kann erstmal einer reindrücken mit. Das ist meine ersten 226 Schaden in dem Gefecht. Ne? Wir sind ungefähr 5 Minuten oder 4,5 Minuten im Gefecht und ich habe meinen ersten Schaden, sichtbaren Schaden gemacht. So, wo ist der AC jetzt hin? Jetzt ist er wieder nämlich verschwunden. Weil ich das nicht war, der ihn aufgedeckt hat. Aber ich bin schon eingeebt. So. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Haben wir auch den ersten Kill nach 5 Minuten. So, jetzt werde ich hier ein bisschen wieder rumgefahren und die Aufgedecke und so weiter, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich hier einfach rüberfahren kann. Ich nehme jetzt sozusagen mal meine Eier in die Hand und fahre einmal wieder hier runter, weil ich nicht denke, dass da noch jemand dem AC hinterher gefahren sein wird, auf dieser mehr oder weniger selbstmörderischen Aktion. Und pack mich mal hier in die Richtung und versuche den Jagdtiger und so weiter nochmal aufzuklären. Dort habe ich bloß geguckt, ob ich auf dem Pershing mich sehen kann, beziehungsweise ob ich ihn treffen kann. Da das nicht der Fall ist, kann ich hier gemütlich weiter vorfahren. Der Jagdtiger oben ist leider immer noch verschwunden. T34-2 ist noch links in Pershing. Da ist ein Rheinmetall jetzt offen. Da war eigentlich der Jagdtiger gerade stand und da ist auch der Jagdtiger wieder. Problem ist, ich habe links von mir ein Pershing. Und da ist auch der T34-2, den ich noch gesucht habe. Blöderweise habe ich den nicht weit genug vorgehalten, weil das doch eine relativ große Distanz ist. Wodurch eine Zoom-Mod ich, naja, da schon mal Schwierigkeiten kriegt, das richtig abzuschätzen, in welchem Zoom-Bereich ich jetzt bin, wie weit ich da vorhalten muss. Gleichzeitig ist, wie gesagt, noch ein Pershing vor mir. Was mir nicht so wahnsinnig gut gefällt, dort sehe ich ihn zwar schon. Allerdings wird er mir gar nicht als Treffer so richtig angezeigt. Allerdings, der T34-2 ist schon in meinem Bereich.
Der ist definitiv treffbar. Das war Schuss Nummer 3 erst. Wir sind erst bei 600 Schaden, die wir angerichtet haben. So, da ist weg. Und da müsste ich eigentlich auch treffen. Ja. Und während ich nachlade, kann ich ein Stück vorfahren, damit ich mehr von ihm treffe. Der dreht sich aber auch nicht um, der ignoriert mich gekonnt. Ich weiß nicht, ob der AFK ist oder was. Also der hat ja auch seine Kanone nach unten gerichtet. Von daher vermute ich einfach, dass er AFK ist. Und da kann ich mir ein bisschen Schaden erfarmen. Währenddessen rücken unsere Heavys auch durch die Stadt inzwischen. Und es steht 12 zu 6, plötzlich. Und dass da der Gegner ein bisschen sauer ist, naja, kann ich schon verstehen. Die Arzi ist bei mir jetzt erstmal nicht Priorität, sondern erstmal die beiden Panzerjäger da. Der eine, der viel Schaden macht und der... Also die machen beide viel Schaden, aber der eine schwer gepanzerte und der andere, der eigentlich weiter hinten stehen müsste. Aber deswegen fahre ich erstmal hinten rum und rush nicht direkt zur Arti, sondern gucke erstmal, ob ich einen Schuss genau auf den da kriege. Zum Beispiel auf den Jagdtiger. Von der Seite oder von hinten, eigentlich egal. Es ist auf jeden Fall Schaden, den ich austeile. Hier sieht es noch ganz gut aus von der Seite. Ja, dann nehme ich den, wenn er mir durchfährt. Das war ein ziemlich guter Roll auf meinen Schaden. Und den könnte ich noch kriegen. Ja, den kriege ich auch noch. So, dann sind wir schon bei 1900 Schaden. Und jetzt ist noch die Arti da. Die sich allerdings schon in meine Richtung dreht. Was nicht so ganz cool ist. Und irgendwie habe ich sie an der Stelle getroffen, wo sie unverwundbar war. Glücklicherweise hat sie mich nicht getroffen, sonst wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. So, das war's für diese Runde. Wie ihr seht, auch wenn es langsam anfängt, kann es am Ende noch ziemlich cool werden. Insgesamt haben wir 2000 Schaden angerichtet und ungefähr 1900 Schaden. Ich glaube, ich habe sogar den Blindshot gegen die Jagdtiger, was ich getroffen habe. Ich habe nämlich 2200 Schaden angerichtet. Wenn ihr die Replay-Seite mal anguckt, hier World of Tanks Replays, ich habe es euch unten verlinkt. Und wir haben ungefähr 1900 aufgespottet an oder Schaden ermöglicht durch Aufklären. Das ist schon eine ordentliche Runde für ein Medium, gerade als Stufe 8er im 9er mit 4 Kills auch. Lässt sich sehen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.